Wir haben eigentlich festgestellt mit dem heutigen Tage, dass in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie eine Regierungsbildung so lang gedauert hat wie die jetzige. Und das spiegelt schon den Zustand der etablierten Parteien wider. Und man muss es einfach so hart sagen, auch deren Inkompetenz, den Wählerwillen auch umzusetzen. Denn daraus lässt sich eben auch ableiten, warum CDU, CSU und SPD in den Umfragewerten so dastehen, wie sie jetzt dastehen. Nämlich für eine große Koalition haben diese Parteien praktisch schon die Mehrheit verloren, sodass man überhaupt gar nicht mehr von großer Koalition sprechen kann. Und was die SPD anbelangt, da ist es ganz klar, dass die SPD der neue Kanzlerwahlverein geworden ist. Und es ist durchaus befremdlich, wenn die Konkurrentin Angela Merkel der SPD gratuliert, dass sie Kanzlerin bleiben darf. Auch hier sehen Sie den Zustand der Parteien. Und seien wir doch mal ehrlich, wir können von diesen Koalitionspartnern, von der Regierung nicht erwarten, dass in irgendeiner Form sich etwas ändern wird. In der Europolitik, in der Flüchtlingsfrage, in der Energiepolitik, in der Steuerpolitik. All dies wird sich nicht ändern. Das ist alles nur Kosmetik nach vorne raus. Und die Übernahme von AfD-Positionen wird weiterhin dann nur suggeriert, so wie es auch die CSU jetzt anlässlich der Bayern-Wahlen auch mit tun möchte. Das sieht man allein schon an der Löchrigkeit der Obergrenze, an mangelnden Definitionen. Kommt 260.000, ja, dann ist es auch gut, ist aber auch letztendlich egal. Und mehr können wir von dieser Regierung, von der zukünftigen überhaupt gar nicht erwarten. Und dementsprechend ist das schlecht für Deutschland.